Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS17 auf der Mecklenburg zusammen mit dem McManus, den Sachsen-Player, dem Werner von den Burning Gamers, den Ansgar von Nordrhein TV Play und den guten. Hallo. Guten Tag. Also, du hast jetzt so schnell anmoderiert, dass ich jetzt voll gegen den Stall geknallt bin. Ah, volle Möhre. Fertig werden hier. Ich hab mir gerade meine Gedanken zum Wasser aus der Dose gemacht. Ganz kurz. Ansgar, ganz kurz. Was denn? Was macht er denn? Ansgar, lass mal bitte. Ich wollte jetzt nach vorne ziehen und wieder zu euch kommen. Darf ich nicht? Dann bist du auf der nächsten Bahn neben Füße. Okay, alles klar, doch geht. Entschuldigung. Weil sonst kommen wir hier in unserem Ansehtakt auseinander. Durcheinander. Auf jeden Fall habe ich gerade mal nachgeschaut. Du kannst drei, also halt drei so 24er Paletten, diese Pappdeckel, ne, wo die dann rausstehen, kaufen für 40 Euro. Wasser. Also, groß sind die? Das sind 72 Dosen dann, A03. Alter! Das macht ca. Okay. 1,70 Euro pro Liter. Dann 19 Cent für eine 1, wie viel Cent pro Liter? 1,70 Euro ca. Ist das dämlich? Das hab ich Alter, ja noch nie und gehört. Bei uns regen sich die Leute auf, wenn sie für ein Glas Wasser 1 Euro zahlen müssen im Gasthaus. Aber das ist schon mehr. Dankeschön. Das ist schon mehr wie bescheuert. Okay, Ansgar kommt da an, dann nehme ich die jetzt. Ich, ja. Hatte gerade die Dame, hört ihr, habt gerade die Dame des Hauses eine Dose Wasser hingelegt? Nee, Kaffee. Die Uhrzeit. Ja. Aber kann es vielleicht einfach sein, dass der dosensüchtig ist nach seiner Energy-Phase und so, dass der einfach die Dosen braucht und gar vielleicht nicht den Inhalt? Vielleicht hat er auch einen Pfandvertrag mit dem örtlichen Lebensmittelgeschäft, ich weiß es nicht. Aber jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ja. 1,70 Euro der Liter. Aber das ist ja ein Kubikmeter für. Also das ist der Hammer. Also wir zahlen glaube ich, die 1,5 Liter Flasche kostet bei uns glaube ich 29 Cent? Ich glaube 29 sowas. Cent. 1,5 Liter. Das Geilste war, wo... Aber man muss dazu sagen, nur wer hat, der kann, ne? Richtig, ja. Das Geilste war, zum Schluss hat er gesagt, ja kommt er mit Amazon Prime, kostet ja keinen Versand. Ja stimmt, hat er recht. Ne? Also dann hat er gespart. Ja gut, dann rentiert sich. Und zack, die Bohne, hast du Geld raus. Ja, ja. Die 3,50 Euro Versand gespart. Yippie. Aber wie gesagt, ich sag mal, ich so, was ja immer, also gut, das mit den Dosenwasser, gut, mag die eine Seite sein, ich sag, ich finde aber auch Tanzverbot, seine Videos über seine Einkaufsreviews, was er sich über Amazon Prime Now immer holt. Also du kannst über Amazon noch Lebensmittel und alles so bestellen. Aber das ist Amazon Fresh, oder? Nee, das ist bei dem Prime Now. Okay. Amazon Fresh ist in Amiland. Geht es aber eher mehr um Fleisch, Fisch, Gemüse, alles was halt, ne? Ah. Ist aber Tanzverbot so. Schaue ich tatsächlich jetzt auch aktiv. Ist immer wieder. Ja, ich auch. Ne, und das finde ich dann halt immer witzig, wenn er da seinen Einkauf. Bisschen aktiver tut, ne? Zum Show, okay. Also das ist ja immer. Das geht ja aktiver von Dosen Mineralwasser trinken. Nee, also das geht ja von ungesund bis über ungesund. Ja. Aber fürs Gewissen, zwei Äpfel und eine Banane. Richtig, Fertig geschnittene Ananas hat er auch. Ja, genau. Fertig geschnitten. Ja. Nein, Freezy. Ansgar, fährst du direkt die Bahn neben Ach so, dir dann? Ja, gut, kann ich machen. Weil sonst stoßen wir mal aneinander, weißt du, mit den Seemaschinen. Mhm. Aber fertig geschnittene Ananas beim wie heißt das? Beim Amazon Prime? Nein, beim Vietnamese hole ich. Also, kennt ihr diese Obstläden? Ja. Von diese vietnamesischen Obstläden? Ja. Und ja. Diese kleinen Ching-Chang-Chong-Ching-Chang drin arbeiten? Boah, das ist rassistisch. Ne, die machen immer Obstläden. Ich glaube, was ist nicht okay? Eine Ching-Chang-Chong-Äußerung. Bling-Bling macht Bling-Bling. Ja, wo die Bling, long, das wäre rassistisch. Ja, wo Ching-Chang-Ching-Chong drin arbeitet? Ist das nicht rassistisch, aber doch. Ich bitte dich. Was? Das ist diskriminierend. Doch. Das ist über den Kamm scheren hoch. Jetzt tut man nochmal, Leute. Nee, das ist wirklich. Also, ich meine, mir ist es egal, aber ich wollte das nur mal anmerken. Also, wenn ich jetzt sage, Ling Ling macht Sing Sing, ist das was? Das weiß ich nicht. Also ihr seid echt drauf manchmal, ey, ohne Mist. Das würde ich jetzt. Wie gesagt, mir ist das ja egal, aber wenn man einfach das nur mal Ching Chang Chong sagt, ist das doch nicht rassistisch. Nein, hast du ja auch nicht. Also, es ist auf jeden Fall nicht rassistisch gemeint. Ich meine, einfach Ching Chang Chong halt. Haben wir jetzt geklärt. Erzähl weiter. Tschüss auch. Ja, und da gibt's ja diese Obstläden und die haben immer solche kleinen Obstschalen. Und da ist alles Mögliche drin. Ja, und genau sowas also, bestellt er sich und halt über Prime. Kostet 1,50 Euro. Gönn ich mir öfters.
Weißt du, ein Upschall, da ist alles drin. Von, da ist ein bisschen Mango drin, Apfel drin, Honigmelone, Weintrauben. Ich gehe da gerne mit. Erdbeeren. Ich gehe da gerne mit meiner Frau einkaufen. Da, ja. Bei uns, auch Ananas kaufe ich da immer. Ja, also wir kaufen, also ich, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Kennt ihr bestimmt diese Sonnenblumenkerne gesalzen. Wow, kenn ich gar nicht. Oh, ja doch, kennt ihr, Alter. Die kaufe ich da auch ganz gerne. Oder diese, also bei uns ist das ja kein Ching Chang Chong Typ, sondern ein türkischer Mitbürger. Der verkauft auch immer diese Sucuk-Wurst. Die kaufe ich da auch immer, Alter. Kennt ihr die? Sucuk-Wurst? Gibt Sucuk nicht beim Grieche? Gibt es auch, ja. Sucuk ist türkisch. Aber das gibt's beim griechischen Restaurant, lese ich immer Sucuk. Ist das nicht... Jetzt mal blöd. Das ist so eine Knoblauchwurst. Ja, genau, die ist auch manchmal scharf, die gibt es auch nicht scharf. Ballert gut, ja. Was ist beim Grieche diese Hack, diese Hackwurst? Heißt die nicht so ähnlich? Nee, glaub nicht. Oh, wie heißt das? Die Batschi. Weißt du, was? Nee, das ist chinesische Pfanne. Reispfanne, irgendwas. Batschi. Glaub ich. Batschi, die chinesische Pfanne. Ja. Kroatisch oder jugoslawisch, irgend sowas in der Richtung. Egal, okay, alles klar. Hm. Haust dir mal rein, Füsi. Ja. Können sich ja sonst nichts. Die essen bei uns alle in meiner Berufsschule. Das ist dann richtig ekelig. Was? Sucuk-Wurst. Mhm. Was ist das jetzt nochmal, eine Knoblauchwurst oder was? Mhm. Ja, die ballert. Okay. Hab ich bis jetzt noch immer gelesen, weil es auf irgendeiner Pizza drauf war, hab ich aber auch drauf verzichtet, also ich hatte die ist eigentlich geil, aber ist halt Geruchsbelästigung für deine Mitmenschen. Ach naja, aber Knoblauch ist wenigstens gesund. Ja. Das ist aber auch das einzige Argument für Knoblauch. Findest du das, findet ihr Knoblauch so schlimm? Ich finde es gar nicht so schlimm. Also wenn man es selber gegessen hat, ist es egal, aber... Also ich finde Knoblauch geil, aber... Wenn man neben jemanden sitzt, der so übelst die Knoblauchkeule hat, dann ist ich hatte mal einen Kumpel, der hat neben der Schule, hat dann eine Bäckerei dann irgendwann auch Mettbrötchen angeboten. Und der ist natürlich dann immer dahin gerannt und hat sich dann Mettbrötchen auch immer geholt. Geredet und da, oh, das war unangenehm, wenn er dann mit einem geredet hat. Ist dieses Mettbrötchen, ist das dieser berühmte Hackepeter? Ja. Ah, okay. Ja. Hacke und Werner? Ja. Aus Hackepeter wird Kacke-Später. Das kann euch nur, sowas kann nur euch einfallen. Ne? Alles wen meinst Hacke du gemacht. Mit euch? Deutschland. Was? Das ist ja voll rassistisch. Was sagst du denn da? Aber Werner, du schaffst gerade alle so über einen Kamm. Ist das ja richtig? Boah, Werner. Nein, aber. Wo war's nochmal? Werner Österreich, ne? Ja. Also ich würde da mal den Ball flach halten. Was ihr da alles vorbringt, ist auch nicht schön, ne? Warum denn? Ja, ich dachte nur mal Fritzl, ne? Das war ja die Krönung. Ja. Was, der kam aus Österreich? Ja, sicher, ey. Alle Österreicher heißen Fritzl. Was, Fritzl war aus Österreich? Der war aus Österreich, ja. Ja, klar. Die Kampusch kam doch auch aus Österreich. Ich frag mich, wie wir jetzt diesen Themenwechsel hinbekommen haben. Und wir haben... Und das Wichtigste ist eigentlich, wir haben Dragon Monday und haben noch nicht über Dragon gesprochen. Nein, Moment. Aber da muss ich ja ganz kurz zu Fritzl, muss ich was sagen. Und zwar bei Amazon Prime gibt es eine so eine kleine Dokumentation darüber, die geht ungefähr eine Stunde, über diese Kampusch. Und ich habe das mal angeschaut und ich muss sagen, Alter, war das heftig. Ich glaube, und wahrscheinlich stehe ich damit alleine, die Alte simuliert da voll ein zurecht. Also, dass sie simuliert. Das glaube ich nicht. Das würde ich jetzt nicht? Ja, ich würde es jetzt nicht so 100% so sagen wie du, aber sagen wir mal so, sie hat aus der Geschichte gut Kapital gemacht. Das stimmt. Aber ich meine, das blieb ja auch anderes übrig. Ich meine, die hat ja nichts. Die hat ja keinen Schulabschluss oder was. Die hat ja die Wahl. Ja, aber damals, wo das wirklich, wo das wirklich war, da hat sie sich schon ganz schön stark an die Öffentlichkeit gewandt. Und auch Sachen gemacht, die nicht gemacht werden hätten müssen. Ja, aber die hatte dann ja auch keine Ahnung. Ne? Ja, du musst es auch mal so sehen. Wenn du 18 Jahre eingesperrt wirst, das ist ja irgendwann auch ein Normalzustand für dich. Das ist ja was, wo du dich dran gewöhnt hast und was du, das ist ja normal geworden dann und alles. Ich glaube, weiß nicht, also weißt du, worauf ich hinaus will, so ein bisschen. Einfach, das ist nicht so, du wirst entführt, bist 2 Wochen eingesperrt
oder einen Monat meinetwegen und dann finden dich die Leute, dann hast du erstmal einen Knacks weg und weißt du, wisst das, aber wenn du 18 Jahre, so ein gigantischer Zeitraum. Du kennst dann, ja nichts anderes. Du kennst nichts anderes, das ist ja dein Leben dann in dem Sinne. Und ich weiß nicht, ob das dann so abnormal noch für die ist. Ich denke, so abnormal ist es gar nicht für die. Dann das, was da im Endeffekt dann passiert ist. Also, aber es ist, ich finde es unglaublich krass. Aber also, ich versuche mich dann immer auch in die Eltern reinzusetzen. Lieber nicht. Wie krass das ist. Also erstens dein Kind weg und dann so 18 Jahre später steht dein Kind vor dir. Also das ist doch abartig eigentlich, wenn man da so drüber nachdenkt. Ja? Oh, hat der Typ sich nicht das Leben genommen? Ja, sicher. Nee, lebt er noch? Nee, der weiß ich nicht. Der wurde weggesperrt, oder? Der ist im Knast, oder? Der Typ von der Kamposch? Ja. Der ist tot, der hat direkt Selbstmord begangen. Achso. Ansgar. Hm? Ganz Zeit hat's geklappt. Mit deiner Nebenbahn. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ja. Ah, hätte ich. Nee, sonst habe ich doch immer die Bahn direkt daneben genommen, oder? Nee. Du hast immer die Bahn neben dir direkt genommen. Also alles meins. Aber vielleicht sollten wir jetzt mal mit den Rainer Winkler News starten. Ach ja, wegen echt schon Wunder? Ja. Wunder ist gleich rum, also. Also, wir haben ja die Leute letzte Mal schon drauf vorbereitet. Es sollte ein Gewinnspiel geben zur Elgato-Capture-Karte. Und da hat der Guten noch den geflügelten Satz gesagt, Gewinnspiel dort. Ja, genau. Und jetzt ist mal wieder der Verschiebungslord, beziehungsweise der Verschiebungslord. Die Community ist ja so scheiße. Er hatte Hater, ne? Wer es noch nicht wusste. Und er hat doch ein oder zwei Kack-Hater. Ja, okay. Aber die haben jetzt halt alles kaputt gemacht und er verschiebt das Ganze. Immer. Du hast die ganze Zeit die Bahn direkt neben dir gefahren. Ach, die hätte ich nicht. Stimmt. Du hast absolut recht, Entschuldigung. Nee, ich fahr die mal, ist gut. Okay. Alter! Jetzt habe ich die zur Hälfte gemacht hier. Ja, mach weiter, Freezy, mach weiter. Nee, Freezy, dann mach du mal auf der weiter, dann. Ach nee, stimmt. Tino hat jetzt auf die. Nee, bleib du mal auf deiner, dann ist es ja. Kurzer. Jetzt scheint mir jemand raus zu sein aus dem Kunst. Quatsch! Leicht verwirrt hier. Wendy, Alter. Möchtest du noch was zum Dräger sagen? Ja, was gab's denn? Erzähl halt mal kurz. Naja, das Problem ist halt, na gut, bis auf das Gewinnspiel, das habe ich echt nicht weiter verfolgt, weil ich weiß, dass da eh nichts rauskommt. Ich wüsste halt nur zum Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, sind es noch 2 Tage, bis er seinen YouNow-Account löschen wollte. Ne, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Soll ich dir mal was sagen, da wird auch wieder der Verschiebungslord auftreten. Das geht ja nicht, Auszahlung ist dann raus und dann muss Löschvorgang eingeleitet werden. Aber ansonsten ist da halt nur das, was ja momentan jeden abfuckt, ist ja, der redet ja nur noch über Zelda, hat sich ja die letzten 2 Wochen Zelda ist scheiße, aber spielt es nur. Richtig. Ne, hat ein Let's Play angefangen, hat erstmal seinen ersten Part in Endboss gelegt. Ne, Leute haben sich beschwert, was soll die Scheiße? Er ist halt nicht so wie andere Let's Player, er ist halt besonders und ein besonderer Mensch entscheidet, macht besondere Entscheidungen, ne? Ganz klar. Was hat er gelegt? Das habe ich akustisch nicht den verstanden. Den ersten Boss. Den letzten Boss, ja. Und dann hat ich halt den aufgeregt, warum er das macht. Und dann sagt er, es ist halt nicht wie jeder andere Let's Player, ist halt besonders und deswegen, ne, besondere Menschen fallen in besondere Bescheidung. Kann er sich nicht einfach löschen? Nö, also bei zwischen 8 und 15.000 Klicks pro Let's Play-Folge würde ich das halt nicht. Ganz ehrlich, er löscht ja damit nicht nur sich, er löscht ja damit auch unzählige andere Kanäle, die durch ihn leben. Oder? Gibt's noch diese so wie Regenbogenschaf und so weiter? Ja. Also RBS gibt's noch und nicht mehr aktiv auf YouTube. Der ist ja eher so im Underground zuständig. Underground. Boneclicks, der Ami halt. Ne? Aber der macht sowieso noch Reaction-Videos. Moment, es gibt einen Ami, der über Drachen. Ja. Bin ich jetzt neben Tino oder? Das Geile an Boneclicks ist halt, der lebt einfach Drachenlords fucking Dream durch Drachenlord. Warum? Weil der. Eigentlich nur durch Drachenlord bekannt geworden ist und. Der wird halt echt ganz gut geschaut. Aber was für ein Dream will denn der Drachenlord leben? Fame. Der Drachenlord will ja von YouTube leben. Ja, also der durch will Fame den Drachenlord sein. Schafft es Boneclicks von YouTube zu leben. Richtig. Aber wenn Drachenlord so weitermacht, wird irgendwann mal noch, wenn noch ganz viele krasse Sachen passieren. Und irgendwann, glaube ich, wird er wirklich mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht warum, dass er irgendwann mal an den Punkt kommt, wo der wirklich davon leben kann. Nee, das wird nicht passieren. Warum? Vorher wird seine Wohnung abgefackelt oder er geht raus. So hart wie es jetzt klingt, ist so.
Ja, mehr spannend. Aufmerksamkeit er kriegt, das werden irgendwann, muss doch nur unter den ganzen Leuten mal ein neuer dazukommen, der komplett geistesgestört ist. Hat es doch jetzt die letzten Tage hoch wieder gegeben. Das stimmt, also wenn der mal ein zum Geisteskranker dabei ist, der macht ihn weg, ne? Hm. Also, aber das Problem hast du, glaube ich, generell. Ich glaube, die YouTube-Sternchen da, die richtig bekannt sind, ich gut, glaube, ich glaube, dass es da schon ein hartes Stalker gibt teilweise. Aber das Problem ist halt, andere legen es ja nicht drauf an. Ne, gerade wieso die weiblichen YouTube-Sternchen? Komm zu mir! Komm zu mir, richtig. Die sagen es ja nicht, weißt du, die schützen sich ja wenigstens. Aber einer sagt ja, ja, hier bin ich und kommt mal denn. Mettler sind wesentlich die stärker. Um, wenn die Adresse geliebt gut, aber Rainer ist, sag ich mal, in mehreren Binder. Kampfkünsten hat er den Dan. Ne? Ja, ja, schwarzer Gürtel im Blasen hat er auf jeden Fall. Das ist klar. Ach, Gott sei Dank ist die Folge vorbei. Ja, gut, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Bei den anderen vorbeischauen. Alles unten in der Videobeschreibung. Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bitte. Ciao. 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 Tschüss. Ciao.